Am 22. Januar gab es ein Update in Skylanders. Wir schauen mal ins Update und ich sag euch meine Meinung dazu. Willkommen zurück, Freunde, zur neuen Folge von Skylanders Ring of Heroes. Ja, wir haben ja wieder eine Folge Skylanders, nachdem ja lange nichts passiert ist, zumindest seitens der Entwickler. Jetzt haben wir ein neues Update, da ist was gekommen, zudem haben wir brandneue Events. Da können wir vielleicht mal als erstes eben reingehen, denn da hat sich wahrscheinlich der ein oder andere sehr erschrocken. Betone auf sehr erschrocken. Aber erstmal gucken wir in Portal Masters Missionen rein, die ja eigentlich sehr nice ist. Ja, hier können wir die Aufgaben relativ gut durchgehen. Wir können ja die Rewards collecten, alles abholen. Und zudem gibt es hier unten noch 1000 Gems. Ja, nice. Was kann Schöneres geben? Das ist hier alles total easy. Überhaupt gar kein Problem, das Ganze zu collecten. Und zack, haben wir hier schon die 1000 Gems. Ich glaube, hier ist nichts wirklich Schwieriges dabei. Man sieht hier clear 6-7 Easy Ones. Das sollte eigentlich auch möglich sein, wenn man ein paar Tage dabei ist. Außerdem geht das Ganze ja noch ein bisschen. Von daher, das ist nice, cooles Event, auch wenn es sehr easy ist. Es gibt aber gute Belohnung, von daher, da erstmal ein Daumen nach oben kommt das. Darauf haben wir gewartet, das gibt ein bisschen Abwechslung mal wieder in dem Spiel. Jetzt kommen wir aber, create your 5-Star, was stand da? Ja, 5-Star Skylanders, ja, nein, das stand da nicht. Da stand your dream oder irgendwas. Genau, Dream Team. Dream Team, what the hell? Hat jemand ein Net 5 Dream Team? Ich nicht, weil die Net 5 sind einfach momentan nicht viel wert, muss man sagen. Weil bis man die auf 6 hat, das ist einfach momentan fast noch unmöglich, außer man hat mega Luck beim Summoning gehabt, muss man sagen. Okay, create your Dream Team Summon 5-Star Skylanders. Jawohl, gar kein Problem, würde ich sagen. Das ist krass, das ist wirklich ultra krass. Ja, man muss Ultra Premium Summoning machen. Das heißt ja nicht umsonst Ultra, ja, so. Ultra Premium Summon. 800 Gems kostet das. Müssen wir, oder für dieses Event, müssten wir 20 Mal machen. 20 mal 800, ja. 16.000 Gems. 16 fucking 1000 Gems. Wie viel ist das denn? Das sind, guck mal, 5.000 kosten 110 Euro, ja. So, dann haben wir 15.000 Gems kosten, dann müssten wir das Ganze dreimal kaufen, sind 330 Euro, dann sind wir immer noch nicht ganz fertig. Also 350 Euro oder whatever. Theoretisch, wenn wir das wirklich alles kaufen, das kaufen wir natürlich nicht, aber das mal, damit der Gegenwert mal da ist, ja. Richtig, richtig krass. Wir haben uns alle mega gewundert, was das soll. Also, so ein fettes Event, sowas hat es noch nie gegeben. Also, dass man wirklich extrem viel aufwenden muss, damit man was erreicht. Man muss dazu sagen, wenn ich 20 mal 800 Teile ausgebe, da habe ich dreimal eine Hero-Rolle. Das ist zu wenig irgendwo, ja. Also, selbst wenn ich es dreimal mache, dreimal 800 wegballere, dann kriege ich eine Legendäre. Es ist nice to have. Ja, okay, wenn ich gerade schon ein Summoning mache, dann freue ich mich, dass ich noch eine Heroic bekomme. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich das dreimal jetzt mache. Auch wenn das Summoning in diesem Game momentan noch nicht viel wert ist, denn ein Refill ist besser. Aber ich würde es niemals 10-mal machen. Also nochmal 7-mal on top für noch eine und dann noch 10-mal nochmal on top für noch eine. Also, ich sag mal, das Event ist wirklich was für Hardcore-Gamer. Es wundert mich doch sehr, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, warum man das so hier, also Entwickler, warum den Hintergrund verstehe ich noch nicht ganz, aber vielleicht habe ich doch eine kleine Idee, darauf komme ich aber später nochmal zurück. Okay, das machen wir natürlich jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das dreimal mache. Denn ich habe noch ein bisschen was über den Inventory gesammelt. Die gibt es nämlich noch. Ah, da gibt es nämlich auch noch eine Heroic. Und die gibt es auch noch zweimal normale Heroic-Rollen. Ein bisschen was habe ich wieder sparen können durch die ganzen Quests und so weiter. Hier komme ich aber momentan nicht weiter. Hier müssen wir die Stufe 10 klatschen. Das ist momentan noch unmöglich. Deswegen könnte ich mir vorstellen, nächste Folge machen wir dreimal Juwelen-Summoning. Habe ich ja gerade wieder genug. Und wir machen dann einmal diese ganzen Rollen noch, die wir da haben. Können wir dann auch nochmal öffnen. Okay, gucken wir jetzt aber in die News rein. Friendly Match, jawohl, jetzt können wir ein Friendly Match machen. Wer es schon gemacht hat, hat gesehen, dass es noch nicht so, es funktioniert noch nicht so richtig, muss man sagen. Es herrscht noch viel Uneinigkeit darüber, ja, wenn zwei Stealth-Elf drin sind, beide wollen moven, wer moved first.
Manche sagen, es ist random, manche regen sich auf, dass die gegnerische SF dreimal hintereinander eher gemoved ist als meine und so weiter. Von den Friendly-Matches persönlich, meine Meinung, halte ich momentan nicht viel. Das Ganze muss noch ein bisschen gefixt werden, es ruckelt noch ein bisschen, es leckt noch ein bisschen, es bringt noch nicht wirklich viel. Aber die Anreize sind ja da, dass wir es ein bisschen zocken. Ich denke, da werden die nächsten Patches kommen. Also man ist schon mal auf dem Weg Richtung PvP, was ja auch, es wurde gesagt, dass das Spiel auch PvP in den Vordergrund stellt. Also es möchte auch PvP wirklich zeigen und reinbringen ins Game. Von daher ist es der Anfang. Das Game ist noch nicht released. Okay. Kommt aus. Macht eure Arbeit. Wenn das Game dann rauskommt, sollte das möglichst flüssig laufen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ja, neue Packages. Ja, wundert mich nicht, dass es hier direkt... Game noch nicht mal da. Ja, Mali. Das, ja. Es waren... Packages in diesem Game. Jetzt haben wir ein paar neue Packages bekommen. Okay, die sind auch gar nicht mal... Ich weiß gar nicht, wo es die hier gibt. Gold Pack ist es nicht. Der Energy Pack hier zum Beispiel. Ja, mein Gott, okay. Da will ich nichts gegen sagen. Ja, der Entwickler muss auch irgendwo Geld verdienen. Aber ich denke, man sollte doch erstmal daran arbeiten, dass das Game läuft, auf den Markt kommt und da kann man immer noch kassieren. Aber okay. Ja, der Winter-Themenhintergrund ist weg, obwohl es ist doch Januar. Ich frage mich, Januar kein Winter mehr. Ich weiß nicht, wie es in Korea so aussieht, aber okay, ich sag mal, in der Südhalbkugel ist eh kein Winter mehr, aber das ist ja eh gerade Sommer. Ist auch egal. Wir haben ein neues Layout bei den Runen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht ganz verstanden. Auf den ersten Blick wirkt es sehr gequetscht. Man hat kaum irgendwie Übersicht. Also ich finde, das ist kein Improvement, das ist keine Verbesserung. Für mich ist es eigentlich eher eine Verschlechterung. Ich hätte es lieber, ich brauche nicht da, wie Tough Luck da rumwackelt. Ja? Ich hätte lieber einen übersichtlichen, großen Bildschirm. Und ich habe es ja schon auf dem Tab. Ja? Und selbst da ist es noch so klein, wenn ich das auf dem Handy mache, dann habe ich ja so ein Mini-Runenfenster da unten, dann sehe ich ja fast nichts mehr. Also ich finde, das ist eigentlich gar kein Improvement. Ich fand es vorher eigentlich besser. Also, okay. Ich denke mal, wir können Feedback zurückgeben. Man kommt raus und sagen, hey, das ist Shit. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet, aber ihr könnt es mal reinschreiben. Ich finde es auf jeden Fall, wenn wir es schön groß haben, so wie es vorher war, fand ich eigentlich gut. Ja, es könnte nur etwas mehr Funktionen rein, dass man zum Beispiel besser Runen verkaufen kann. Das war ja immer doch totaler Shit. Also da, wenn ich eine Rune angewählt habe, das können wir mal dann machen. Jetzt geben wir mal ein paar Entwicklertipps hier. Warum kann ich hier nicht direkt sellen? Ich kann nur equippen, bau Power up. Ich will sie sellen, bitte, jetzt hier. Und nicht erst selecten, draufgehen, sell. Das ist nämlich immer blöd. Wenn ich mir jetzt... Also, ein paar Verbesserungen, finde ich, könnte man da noch reinbauen. Okay, ja, kommt aus. Ich weiß, du bist dran. Das kurz von mir für euch, ja. Ansonsten, Hotdog zum Beispiel wurde KI verbessert. Er nutzt jetzt mehr seine Heilung, sein Heilungsskill. Ist ja auch eine coole Sache, ja. Also, viele sagen auch, die KI ist total dumm noch. Finde ich auch, muss ich sagen. Denn gerade auch Skills... Ja, jetzt hole ich hier mega aus, mache ich vorhin auf einen Entwicklerkommentar. Die Skills, wie zum Beispiel sowas, wie nennt man das, was gecharged werden muss, ja. Warum charged er das nicht? Der Vogel steht da, steht, 10 Sekunden, steht. Ich so, charge doch, Junge. Du kannst das mitten direkt chargen. Was spricht dagegen, das schon mal aufzuladen? Ja, dass er den Skill dann vielleicht noch nicht benutzt, weil zum Beispiel es keinen Debuff gibt oder weil alle Skylander full sind. Okay, aber charge doch schon mal. Was machst du da? Ja, das keine Ahnung. Ja, kommt das. sowas muss direkt, wenn das Game losgeht, bam, muss er direkt loschargen. Wann er das aktiviert, das ist eine andere Sache. Das kann man immer noch mal programmieren. Aber warum chargest du nicht? Ja, okay, vielleicht 50-50, erst den anderen Skill und dann chargen. Aber mach irgendwas, ja. Mach irgendwas. Oder wenn kein Energy da ist, dann chargen. Oder ihr wisst, was ich meine. Okay, dann kommen wir zum fetten Ding. Die Potions, ja, wo angepasst wurden, ist die Preise davon. Das Ganze ist jetzt billiger geworden. Gerade hier die Blumen-Potions, die roten bringen eh gar nichts, verkauft die bloß, weil die ist einfach viel zu teuer. Da kann man auch besser leveln gehen, da kriegt man doch mehr Gold als hier und Erfahrung, statt durch die Potions nur Gold zu verlieren. Roten verkaufen, aber die blauen, das wurde hier zum Beispiel bei der XL von 900 auf 550 reduziert, das ist schon ein ordentlicher Batzen. Das bedeutet, wenn wir hier unsere Bösewichte aufleveln, was ja auch schon, mein Gott, kann extrem teuer werden. Wir gehen mal hier kurz in den, das ist mal 60 von 70. Und wenn wir ihn jetzt maxen wollen, er ist, okay, 69
1,5, sage ich einfach mal, kostet mich das schon eine halbe Million. Ich weiß aber, dass es vorher doch schon noch etwas teurer war. Also man kann zumindest hier einmalig jetzt, weil man spart ja nur einmalig, wenn das Teil einmal voll ist, dann brauchen wir es nicht mehr leveln, nie wieder. Man spart hier also einmalig Gold. Das entzerrt wieder ein bisschen diese Goldnot, die es in diesem Game gibt. Wir sind immer noch an dem Punkt, wo wir sagen, Gold ist immer noch extrem rar. Aber dazu komme ich gleich auch nochmal, warum das wohl so ist. Okay, also hier gibt es ein bisschen, ist ja auch nicht schlecht. Und hier steht noch jede Menge so drin, aber auch sehr interessant, wenn man sich das durchliest. Man denkt immer so, ein paar Bugfixes, whatever, ja. Aber da steht zum Beispiel auch drin, und da frage ich mich wirklich an die Entwickler, wann kommt das? Da frage ich mich wirklich so ein bisschen, spielen die das Game überhaupt? Ja, ohne jetzt den A treten zu wollen. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, wo ich das Game angefangen habe. Und ich habe es auch im Video gesagt, da habe ich hier so gesucht bei den Bossen. Ich so, was macht denn überhaupt der Tower, diese links und rechts, was machen die überhaupt? Da habe ich so durchgeklickt, irgendwie steht das hier gar nicht, keine Ahnung. Ist doch komisch, wieso steht das hier nicht, ja? Und das Wichtigste bei solchen Games ist wirklich zu wissen, was macht der Boss? Was macht der Boss? Ja, und was machen links und rechts diese beiden Türme? Wenn wir den Boss versteht, ja, um dann entsprechende Taktik aufzustellen, entsprechende Skyline aufzustellen, um ihn am besten möglichst zu countern. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man weiß, was die Tower machen. Na klar sieht man das im Fight, was die machen. Aber es muss hier doch auch stehen, das gibt's ja gar nicht. Und jetzt haben sie es reingepatcht. Hier steht es tatsächlich jetzt, ja. Death Down, ja, No Target, das ist, weiß ich nicht, warum No Target, das geht auf alle. Ja, also auf alle Grand Death Down und All Enemies bei, aber wieso steht da No Target? Wie auch immer. Auf jeden Fall, auf alle steht ja darunter. Und auch kein Target. Ja, Crit Rate up. Diese beiden Dinge, wenn ich einen Boss angreife, gucke ich, was der kann. Und da gehört für mich sowas auch dazu. Und da frage ich mich wirklich, hä? Entwickler, wieso? Habt ihr das Game überhaupt gespielt? Das muss doch mit rein. Ja, also das ist für mich so ein bisschen unverständlich. Aber sie haben es ja jetzt reingepatcht, von daher. Und wie gesagt, man muss immer noch Verständnis haben, was ich auch habe. Das Game ist noch nicht released, Final Release und sowas gehört natürlich mit in die Release-Version, ist jetzt drin, von daher okay. Ja. Trotzdem hat mich das schon irgendwie ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ansonsten steht da noch jede Menge anderer Quatsch drin. Nein, nicht nur Quatsch, sondern Purchase Error, das war natürlich auch, da gab es noch ganz kurz ein paar Problemchen. Ansonsten stehen hier unten auch noch manchmal so ganz nette Dinge drin, die, wo man, ja, was man auch relativ schnell mal überliest. Zum Beispiel, Battle Playtime will no stop counting at the end of each battle. Ja, das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, wo ihr die 3-Minuten-Runs machen wolltet und ihr habt es gerade so genau bei 3 geschafft. Und trotzdem keine 3 Sterne, weil das zählt irgendwie immer noch so ein paar Sekunden, hat es immer noch nachgezählt. Und da jetzt ist es, glaube ich, etwas, ich habe es noch nicht geprüft, aber ich glaube, das ist damit gemeint, dass wirklich, wenn der Boss fällt, zack, 3 Minuten und dann stoppt auch direkt die Zeit, ja. Also ein paar kleine Improvements sind drin. Ich habe es nicht auf Deutsch, ihr habt es wahrscheinlich, der eine oder andere hat es wahrscheinlich auf Deutsch. Guckt mal rein, ob die Skillbeschreibungen angepasst wurden. Das ist auch wirklich extrem wichtig, dass die Skillbeschreibungen passen. Das gibt es ja gar nicht. Da waren vorher ein paar Böcke drin, da muss man wirklich sagen, das war nicht schön. Ja, also, aber auch hier gab es ja ein paar Translation-Updates, Text-Updates und so weiter. Ich habe es jetzt im Detail noch nicht geprüft, aber ich hoffe, dass die Skillbeschreibungen hier jetzt alle passen. Das ist wirklich extrem wichtig, dass das passt und auch hier in den Quests zum Beispiel, dass das hier natürlich auch passt. Das, was hier steht, muss gemacht werden. In Deutsch gab es auch noch ein paar Übersetzungsfehler. Von daher, ich hoffe auch, dass die weg sind, damit wir, jetzt kommen wir nämlich dazu, damit wir das Game dann auch, kommt das, wieso wir, damit kommt das Game dann auch released. Das Wichtigste ist wirklich erstmal, dass das Game stabil ist, dass das Game auch korrekt hier alles angezeigt wird und dass man sich erstmal in Ruhe durchspielen kann. Zum Content selber, zum Inhalt selber, kann man immer dann noch Monat für Monat was bringen. Aber erstmal muss die Basis stehen, das haben sie mit hier, ich denke mal, ganz gut gelöst, auch wenn immer noch das eine oder andere nicht so ganz richtig passt, aber soweit, so gut erstmal. Kommen wir nochmal zu dem Thema, warum es so wenig Gold in dem Game gibt oder warum wir zum Beispiel unsere Kristalle für das Summoning rausballern sollen und warum man im Progress gerade nicht so schnell weiterkommt, wie wir vielleicht möchten. Das Ding ist, sie haben im Forum, einer hat im Forum mal gefragt, wie sie denn sicherstellen wollen, dass neue Spieler auch schnell aufholen,
können oder eine Chance gegen die Spieler haben, die schon länger in diesem Game drin sind. Ja, das ist ja logisch, wenn ich jetzt, wenn ihr jetzt neu anfangt und seht mich in der Arena, Level 40, das dauert erstmal eine gewisse Zeit, bis ihr auch da seid. Und in diesem Zeitraum bin ich auch schon wieder längst wieder ein Stückchen weiter. Und da war dann wirklich von Comptos geschrieben, ja, es wird Maßnahmen geben, damit die neuen Spieler, die reinkommen, schneller an die High-Gamer, sag ich mal, anschließen können. Wie die das machen, das frage ich mich bisher. Ja, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja, aber sie wollen das möglich machen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Comptos uns jetzt noch eine kleine Blockade reinbaut, dass sie sagen, okay, Rune-Upgraden kostet gerade viel, das kostet gerade viel. Wir wollen, dass der Progress, klar, wir wollen, dass das Spiel getestet wird, aber der Progress soll nicht so extrem fortschreiten, damit die Leute, die im Game schon sind, nicht uns abhauen. Und damit die Leute, die neu ins Game kommen, auch eine Chance haben. Das könnte eine Theorie sein. Fände ich gar nicht mal so schlecht. Ist gut überlegt. Ja, und ich will natürlich auch, dass die neuen Gamer schnell Anschluss finden. Ich bin gespannt, wie sie das machen wollen. Es stand so da, wie auch immer das gehen soll. Ja, vielleicht gibt es sogar auch nur Events für neue Gamer oder nur Rewards für neue Gamer. Aber so ganz kann ich mir nicht vorstellen, dass man mich einfach so einholt innerhalb von ein paar Tagen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Aber sie haben es reingeschrieben, es soll zumindest ansatzweise möglich sein. Leute, jetzt habe ich auch extrem ausgeholt hier mit dem Patch. Ich bin natürlich weiter noch dabei. Nächstes Mal gucken wir uns das Summoning an, meine Skylander. Wie sieht es gerade aus mit dem Progress? Und lasst den Daumen da, wenn es euch gefallen hat, für Skylander Ring of Heroes. Wir sehen uns in der nächsten Folge auch da rein. Ciao.